Der Wilde Berg in Mautern startet in die Sommersaison und hat seinen Presserundgang mit Tourismuslandesrätin Magister Barbara Aibinger-Miedl geladen, die sich sichtlich begeistert zeigt. Ja, der Wilde Berg hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einem ganz tollen Ausflugsziel für die Steiermark gemausert. Seit der Übernahme durch das Planei-Team haben wir die Besucherzahlen verdoppeln können. Letztes Jahr schon an den 99.000 Besucherinnen und Besuchern gekratzt. Und heuer hoffen wir natürlich, dass wir die 100.000er-Marke überschreiten werden. Mit dem Sessellift schwebt man abenteuerlich über die Tiergehege hinweg. Oben angekommen kann man sich die Bewohner des Tierparks ganz aus der Nähe anschauen. Direktor Georg Blim führte an diesem Tag gemeinsam mit den Tierpflegern durch den Park und stellte die Neuerungen vor. So ein Tier- und Erlebnispark braucht auch jedes Jahr Erneuerungen, heuer besonders viele. Zum einen hier, wo wir gerade stehen, der Muffelwalk. Und dabei 13 Muffeln. Ja, wir haben im Bereich der Steinbockalm, unserem Restaurant, sehr viel gemacht, vor allem im Küchenbereich. Es kommt jetzt auch noch eine neue Überdachung. Und natürlich sind wir auch mächtig stolz, alsbald das neue Luchsgehege zu eröffnen. Garantiert Europas schönstes Luchsgehege. Großzügig in ein Waldgebiet eingepflanzt, da mit circa 6 Luchsen, die wir dann dort drinnen haben. Ja, und dann natürlich viele, viele Sanierungen, Verbesserungen. Denkt man ans Wolfsgehege, denkt man im Bereich der Braunbären, denkt man im Bereich der Sesselbahn. Also es ist doch immerhin 65 Hektar, die wir hier bespielen für unsere Gäste, aber es ist definitiv ein viel gelungen und wir freuen uns riesig auf die kommenden Wochen und Monate. Rund 1 Million Euro wurde seitens des Tourismusressorts mobilisiert. Dabei wurde die Wichtigkeit solch einer Investition verdeutlicht. Ja, der Wilde Berg ist nicht nur für Mautern, sondern auch für die ganze Region ein wichtiger Arbeitgeber, auch ein Impulsgeber, weil wenn man sich vorstellt, dass rund 100.000 Menschen pro Jahr hierher kommen und auch dann die Umgebung besuchen, dann sieht man schon, welche Wertschöpfung dahinter steckt. Oder wenn man auch bedenkt, dass unsere Lieferanten, dass auch hier für diese Investitionen vor allem regionale Firmen zum Zug gekommen sind, dann sieht man schon, dass das ein richtiger Impulsmotor auch in der Region geworden ist. Der Wilde Berg macht seinem Namen alle Ehre. Ob im Spielpark oder im Kinderstadel. Kleine Abenteurer kommen hier voll auf ihre Kosten und machen dieses Ausflugsziel zu einem der beliebtesten der Steiermark. Es ist einfach einer der schönsten Plätze in der Steiermark, dazu stehe ich auch. Es ist extrem vielfältig. Es gibt auch kein Ausflugsziel in der Planei-Gruppe, wo die Gäste 4 Stunden und länger pro Tag bleiben. Ist natürlich auch geschuldet dem großen Tierbereich, dem großzügigen Restaurant, dann der große Spielpark. Und ab Mittelstation wird es ja wieder spannend, die Rodelbahn oder Mountaincart oder den Wanderweg. Also man braucht schon 4 Stunden, um diesen ganzen Park zu erleben und zu genießen. Ob kleine oder große Besucher, der Wilde Berg begeistert alle. Wir sind Saisonkartenbesitzer, weil das ein tolles Highlight ist für die Kinder oben. Wir sind jedes Mal circa 4 Stunden oben. Die Kinder, denen taugt es voll, sind am Abend dann schön müde, weil es viel Angebot gibt. Und wir genießen oben gerne unseren Kaffee und die Kinder sind im Spielstadel oder in der Sandkiste. Also wir haben uns schon auf die Eröffnung gefreut. Die Kinder haben nicht einmal schlafen können, die waren um 6 Uhr schon halb 8 und haben schon geredet drüber. Es ist so schön da, es ist so schön eingebettet in die Landschaft und mit den Viechern, ich sag's wie es ist einfach ein Traum. Aber am besten ist, man kommt vorbei und erlebt die Abenteuer hautnah.